Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und wir sind wieder im Studio, aber machen Heimtraining. Ich zeige euch die besten Methoden, um in eurem Heimtraining die Geräte im Studio, die ihr am meisten mögt, zu ersetzen. Und das im Kraftbereich, ganz wichtig hier. Im Gegensatz zu allen anderen Homeworkouts da draußen zeige ich euch, wie ihr im Kraftbereich bleibt und zeige euch, wie ihr in den 4 Wochen Minimum, in denen ihr jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen könnt, es wirklich hinbekommt, eventuell sogar einen Vorsprung zu bekommen. Und dann werdet ihr anfangen nachzudenken und zu überlegen, ob das nicht Sinn macht, mal öfters einzubringen. Wenn ihr wissen wollt, wie wir trainieren und das bisher verpasst habt, da findet ihr es alles aus der Reihe zum Corona Home Workout. Und jetzt zeige ich euch, nachdem ich Bankdrücken, eure Königsdisziplin, gezeigt habe, wie ihr diese ersetzt im niedrigen Wiederholungsbereich, wie ihr jetzt eine Isolationsübung wie Fliegende ersetzt. Wenn ihr Kurzhanteln zu Hause habt, dann ist das Ganze nicht besonders schwer. Auch das werde ich euch in Zukunft nochmal zeigen, aber das ist sehr offensichtlich, denn das macht ihr auch hier im Gym. Ihr nehmt eine Hantelbank, legt euch drauf und führt die Hanteln zusammen. Fliegende mit Kurzhanteln. Das Ganze könnt ihr natürlich vom Boden aus auch machen. Nachteil beim Boden ist, ihr kommt nicht so weit runter mit den Ellbogen, sondern nur höchstens eben bis zum Boden und müsst dann wieder hoch. Das heißt, ihr habt eine echt eingeschränkte Bewegungsamplitude. Deswegen hier der Tipp schon mal vorweg. Legt euch auf irgendwas drauf und wenn es auch nur ein paar Kissen sind oder so, dass ihr ein bisschen mehr Spielraum habt. Das ist natürlich eine Übung, die ihr immer noch super machen könnt. Jetzt zeige ich euch eine andere, die vor allem einen anderen Art von Reiz setzt, indem ihr den auch kontrollieren könnt. Ähnlich wie bei Maschinen oder auch beim Kabelzug und kaum einer von euch hat einen Cable Tower zu Hause. Dazu nehmen wir, was ich euch schon vorgestellt habe, Bänder. Ich habe jetzt mal hier ein besonderes, aber ihr müsst das nicht extra kaufen. Wir haben ja vor allem diese Bänder vorgestellt, die Widerstandsbänder, die können wir auch dafür nutzen oder natürlich eine simplere Variante. Egal was ihr davon nutzt, das Prinzip ist immer das gleiche. Ich werde es gleich irgendwo festmachen und werde es dann benutzen. Deswegen stört euch nicht dran, welche ich benutze, ich habe euch jetzt nur mal verschiedene gezeigt. Ihr könnt aber das nutzen, was wir sonst immer hatten. Ich nutze jetzt mal einfach, um es zu veranschaulichen und nicht zu sehr zu schwitzen, dieses hier. Also irgendwo, ob es an einer Tür ist, was ihr auch immer ihr zu Hause habt, macht ihr das Ganze fest. Legt es irgendwo drum und habt das dann quasi auf ungefähr Schulterhöhe, wie beim Butterfly. Und jetzt, je nach Körperposition, könnt ihr die Spitzenkontraktion verändern. Solltet ihr das machen, wie wir es gewohnt sind, bei Fliegenden, und ich habe jetzt mal hier diesen Tower ausgewählt, damit ich mich auch festhalten kann. Am besten, ihr könnt euch auch irgendwo festhalten. Könnt ihr quasi jetzt eure Körperposition verändern und es dann, so ist besser, und es dann hier reinziehen. Und dann spürt ihr es auch schon. Ihr seht, das ist die fliegende Bewegung. Das Gute daran ist, im Gegensatz zu den Fliegenden mit Kurzhanteln, deswegen lohnt es sich durchaus auch beide Übungen zu integrieren, bei den Fliegenden mit Kurzhanteln habt ihr die höchste Anspannung im Muskel, wenn ihr unten seid. Klar, weil es 90 Grad zur Schwerkraft sind. Hier, ähnlich wie bei Butterfly-Maschinen oder beim Kabel, habt ihr die höchste Kontraktionspunkt. Genau hier, in der Spitzenkontraktion, wenn ihr hier wieder 90 Grad Winkel zum Widerstand seid. Und dadurch habt ihr eine leichte Reizvariante drin. Und diese könnt ihr jetzt auch ausreizen. Und je nachdem, welches Band ihr benutzt, zum Beispiel dieses starke schwarze oder das lilane, dann werdet ihr auch wieder auf 6, 7, 8 Wiederholungen kommen können, ohne Probleme. Ganz andere Art von Reiz sorgt dafür, dass ihr richtig in die Spitzenkontraktion kommt und dann nicht wieder einfach loslasst, sondern dann, wie ich es euch immer gezeigt habe, kontrollieren. Eine Sekunde halten, langsam runtergehen. Und dann habt ihr es auch geschafft, die Isolationsübung richtig gut zu ersetzen und auch einen neuen Reiz zu setzen, wo neue Hilfsmuskeln aktiviert werden. Und wer weiß, vielleicht werdet ihr stärker beim nächsten Mal sein. Jetzt haben wir für die Brust eigentlich schon die Hauptsachen abgedeckt. Wie man eine Schrägbank-Variante reinbringt oder eine Negativbank-Variante, das werde ich euch auch noch zeigen. Also bleibt dran, wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr und schaut mal bei Instagram vorbei, denn da trainieren wir jetzt zusammen. Das war's von mir, bis bald, euer Gotti.